mal aus den, wieder aus den Niederlanden. Schnappt euch einen Kaffee, der ist heute ganz wichtig. Wir besprechen, warum auswandern. Bis gleich. Über Lifestyle, über Wohnen, alles, was uns hier so betrifft. Wenn dich das interessiert, Abo da lassen. Und dann legen wir auch gleich los mit dem Thema. Ja, warum auswandern? Also ich muss ein bisschen dir erklären, warum ich jetzt dieses Video mache. Weil, ja, ich bin ausgewandert, ja. Und ich stehe auch zu meiner Entscheidung, dass es die richtige war, ist, etc. Aber mich erreichen immer wieder Anfragen, ja, helfen Niederlande und sowas. Das mache ich wirklich gerne. Ich helfe gerne allen, um diesen Start, diesen Schritt leichter zu machen. Also auch wenn du das möchtest, gerne in die Kommentare, ist gar kein Problem. Ich merke nur irgendwie, ich verstehe, es ist meine persönliche Meinung dazu, immer das Gefühl, dass gerade momentan, aufgrund der Lage, wie das gerade auch in Deutschland alles so ist, die Menschen sind wirklich ganz so zufrieden, um das auf freundlich auszudrücken, und dass daraus der Auswanderungswunsch entsteht. Das kann ich verstehen und auch voll nachvollziehen, wenn man sich dann in einem anderen Land vielleicht wohler fühlt vom System, von der Regierung, oder das ist alles okay. Das ist mehr so eine Flucht ist. Und ich weiß halt nicht, ob die Flucht die richtige Basis für eine Auswanderung ist. Weil, ja, es gibt Flucht, da musst du aus dem Land rausgehen, das ist klar. Ne? Wir reden von Krieg etc., so Verfolgung, das ist gar kein Thema. In unserem System jetzt, weil sich viel politisch was verändert, in eine Richtung, wo man nicht hin möchte, aber nicht so extrem, dass man halt ein Flüchtling wäre. Ja, kann ich alles, menschliche Reaktion kann ich voll verstehen, aber ich weiß nicht, ob dann das nicht eine Flucht in dem Sinne ist, dass man von seinem Problem wegläuft. Weil da sehe ich eine Gefahr, dass man dann nicht glücklich und zufrieden wird in dem neuen Land, wo man dann hingeht. Das muss ja nicht in den Niederlanden sein, kann ja auch woanders sein. Ich denke, dass es nicht gut ist, wenn das die alleinige Basis ist. Weil wenn das dabei ist, du wolltest schon immer auswandern und die Niederlande war zum Beispiel dein Traumland oder andere Sachen, wo du dich einfach wohlfühlst, dann ist das eine andere Basis, dann zu sagen, ja gut, jetzt ist das fehlt auch technisch so, dass sich das lohnt, um auszuwandern, dann ist das für mich eine vernünftige Basis. Aufgrund der reinen Fluchtgedanken, da sollte man wirklich in sich gehen, ich will das nicht verurteilen, aber ob es dann der Weg ist, um glücklich zu sein in dem Land. Weil ist das dann so wie ein Weglaufen, und hier in dem Land sind ja auch Probleme, oder in dem Land, wo du gehst. Es ist hier immer, man sieht immer so ein kleines Spektrum, ja, einige Sachen sind vielleicht dann besser oder anders, und dann nachher, aber es gibt ja hier auch Probleme. Also wenn ich jetzt auf die Niederlande bezogen spreche, ist es ja auch nicht ein Paradies in dem Sinne. Es ist ja auch ein ganz normales Land mit Höhen und Tiefen und, naja, weniger Höhen hier. Topografisch gesprochen, mentale Höhen und wie man lebt, ist es natürlich sehr, für mich auch sehr angenehm und sehr schön, das wisst ihr ja, wenn ihr meine Videos schon länger kennt, aber ich denke, hier ist natürlich auch, die Niederlande ist der größte Drogenumschlagplatz Europas, das darf man nicht vergessen, also das ist auch hier, und hier gibt es auch Probleme mit der Regierung und die Leute meckern und so viel Geld bezahlen und etc. Die Leute fanden die Maßnahmen vielleicht auch alle nicht so toll. Auch wenn das alles ein bisschen anders war als in Deutschland. Ne? Aber das gibt es hier auch. Man darf nicht glauben, nur weil das hier anders oder lockerer ist in vielen Dingen, dass es keine Probleme gibt. Also so ist das natürlich auch nicht, und das sollte man auch im Hinterkopf haben. Dass man nicht so aus diesem, ja, Deutschland ist alles jetzt kacke und alles doof und ich will hier einfach nur weg, und dann nehme ich mir halt das erstbeste Land, was ich finden kann, und renne dahin. Weil dann
ist vielleicht, dass du dann hier auch ankommst und dann dich genauso unwohl fühlst, weil halt ein paar andere Probleme dich verfolgen. Also ich denke, für mich kann ich nur sagen, also wir sind ausgewandert, weil ich schon immer hier hin wollte. Mir liegt die Mentalität dieses Landes näher, als in Deutschland zu leben. Ich mag das Klima. Es ist wirklich ein bisschen anders als in Deutschland. Zwar minimals, aber dieses Minimal ist genau das Richtige für mich. Nicht zu heiß im Sommer und es wird nicht zu kalt im Winter. Perfekt für mich, also muss ich sagen. Ja. Aber das hat sich auch über 15 Jahre hingezogen, dass ich immer diese Gedanken hatte und auch wirklich daran gearbeitet habe, mich informiert habe. Man hat Kontakte aufgebaut, Freundschaften aufgebaut und dann irgendwann kam der Punkt, ja, jetzt gehen wir technisch. Dass natürlich jetzt in dieser akuten Phase mir vielleicht auch das Maßnahmensystem hier besser gefallen hat als in Deutschland. Ja, aber das kann morgen auch wieder alles anders sein. Also das sind ja, ich finde, das sollte nicht die Basis sein, nur aufgrund dessen zu entscheiden, was hier vielleicht oder in einem anderen Land andere Maßnahmen ergriffen werden vielleicht oder anders politisch gehandelt wird mit der aktuellen Situation. Also ich kann euch da voll verstehen, wenn ihr euch unwohl fühlt, aber bedenkt das bitte, dass ihr nicht das als eure Basis, sondern vielleicht nur das als ein Plus habt. Ich würde ja, dass ihr, wenn ihr diesen Schritt macht, der mit sehr viel Arbeit verbunden ist und sehr viel Organisation und auch mit Geld, ja, Auswandern kostet Geld. Und man lässt auch Freunde hinter sich und man lässt Familie hinter sich. Und klar, wenn das jetzt nur die Niederlande ist, man kann mal rüberfahren, aber der Alltag ist dann hier. Man kann nicht mal eben noch schnell in der Regel mit Freunden Kaffee trinken gehen und die kommen abends mal rum. Das ist dann nicht mehr. Du baust ein neues Leben auf. Und das sollte, wenn man solche Entscheidungen trifft, schon Hand und Fuß haben, denke ich, dass man darüber nachgedacht hat. Ne, sonst hast du das alles investiert und nachher bist du vielleicht sau unglücklich. Klar, man kann immer wieder zurück, es gibt keine, ne, Abdingbarkeiten im Leben, also man kann das alles zurückdrehen, aber das kostet Arbeit, Geld etc., Nerven. Und da möchte ich euch vielleicht auch helfen darüber, dass man das vorbedenkt. Klar, ich bin für jeden bereit hier, der auch möchte, ne, alles was ich, mein Wissen, ich teile das mit euch, dass ihr es einfacher habt, hier hinzukommen. Man darf mich alles fragen, das ist gar kein Problem, das mache ich liebend gern für euch alles oder für dich. Nur denkt, geht in euch, hört auf euer Bauchgefühl. Klar, ich muss auch sagen, ne, lasst euch keine Angst einreden, auch wenn man Leute fragt, oh Gott, auswandern, diese, oh Gott. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest das, dann geh dem Gefühl nach. Ne, hör auf deinen Bauch. Klar, mit ein bisschen Verstand muss man dabei sein. Ein paar Eckdaten müssen immer vorhanden sein. Arbeit, Job, Geld, das muss man regeln. Das ist nun mal in unserem System so. Aber keine Angst machen lassen. Also wenn du jetzt deinen Freund, Bekannten oder Familie erzählst, du spielst mit dem Gedanken, die, oh, auswandern, da wirst du keinen Job kriegen und sowas. Dem ist alles nicht so. Ich kann dir immer nur als Ratschlag geben. Schau dir das Land an, wo du hin möchtest und schau es dir an, ob da Menschen leben. Wenn das so ist, kann man da leben. Ja, es gibt Dinge, die teurer sind, die schwieriger sind. Das wird es geben und man darf sich auch nie außer Acht lassen. Man ist nicht mehr in seinem Vaterland, das ist nun mal so. Und man ist Ausländer, das darf man nicht vergessen. Selbst wenn man nur nach Österreich oder die Schweiz geht, man ist ein Ausländer und man ist ein bisschen anders. Damit muss man auch klarkommen. Deswegen sage ich dir, ne, also, und diese ganze Arbeit zu haben, aber man kann das alles. Nur stelle diese Entscheidung auf gesunde Füße. Dass du wirklich, dich sagst, ja, ich möchte da sehe ich mich in den nächsten Jahren leben und da möchte ich mein Leben aufbauen. Dann sehe ich der Auswanderung überhaupt kein Problem, wenn man das wirklich will, weil dann schafft man das überall. Ne? Man muss sich dann, wie man so früher schon sagte, auf den Hosenboden setzen. Das ist Arbeit, das ist viel Administration, Papiere, bis man alles geregelt hat. Und es ist natürlich auch unterschiedlich, ob du jetzt innerhalb der EU auswanderst, dann ist es natürlich vieles ein wenig leichter, sage ich mal. Aber auch da ist alles anders. Ne? Ich sage nur Autoversicherung, Versicherung Haus, Banken, Anmeldung. Das ist ein. Da gibt es auch Videos, die kann ich dir da verlinken, da oben. Da kannst du dir das auch nochmal angucken und. Ja, du musst ein neues Haussystem und ganz, was ich immer mitkriege, ja, die Leute wollen hier mieten.
Deutschen sind so Mietleute. Das Problem ist hier in dem Land, ist es wirklich ein Problem zu mieten, weil es gibt wenig Angebot und das Angebot ist teuer. Und das, gerade was Mieten angeht, ist das auch das, die Qualität der Wohnung nicht auf dem Level, wie du es vielleicht gewöhnt bist aus Deutschland. Diesen Schritt musst du gehen und das musst du auch einkalkulieren, dass du nicht innerhalb von 3 Wochen in der Regel eine Wohnung findest. Das sind natürlich Hürden, die auch nur das kleine Nachbarland Niederlande mit sich führt. Deswegen, ja, hab Fragen, stell sie mir, aber hör auf dein Bauchgefühl und überdenk das vernünftig, wenn du dein Land verlässt. Das kann ich dir nur als Ratschlag auf den Weg geben. Und jetzt, sorry, mein Kaffee. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen was gebracht, dass du nochmal über das Thema nachdenkst. Und wenn du irgendwas hast, was dich beschäftigt, unten in die Kommentare. Ich schreibe dir gern, wir können reden. Kein Problem. Erstmal wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und wir sehen den Abend eher, wenn ihr das seht. Ne? Bis nächste Woche wieder. Tschüss.